Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Minecraft Friends und Friends-Szenen. Wir befinden uns auf unserem Grundstück. Es hat sich vom Prinzip her nichts verändert, außer dass ich zur letzten Folge alles, was wir aus der verlassenen Höhle uns geholt haben, hier mal reingetan habe. Außerdem habe ich mir eine Steinsäge gecraftet. Die platzieren wir hier rein. Ja gut, das wäre... Warte mal. Das müsste eigentlich gehen, oder? Ja, okay. Bup. Denn wir haben hier einen zweiten Willi reingetragen. Der hat jetzt ist jetzt Maurer. Denn wir wollen den Quarz trade. Denn wir können, das zeige ich euch mal ganz kurz. Ich habe meine Kisten übrigens auch neu sortiert. Aber ich glaube, das habe ich euch schon gezeigt. Wir können nämlich mit Hilfe eines Schneidebrettes... Ah nee, das ist eine Druckplatte. Verdammt, warte mal. Wie geht nochmal ein Schneidebrett? So, glaube ich, oder? Nee, das ist eine Werkbank. Wie geht nochmal ein Schneidebrett? Warte mal, das ist jetzt tricky. Das weiß ich aus dem Kopf gar nicht. Ah, so. Okay. Kriegt man einen. So, das heißt zwei Sticks und zwei Bretter. So, Schneidebrett, Hammer. Das platzieren wir mal hier drauf. Das sieht, glaube ich, ganz schön aus. Und wir haben ja eh Messer. Ich komme noch nicht ganz in meiner Kiste. Hier, das ist hier. Kam zum Beispiel ein Goldküchenmesser. Das können wir schon mal rausholen. Holz tun wir nochmal in die Kisten rein. So, dann von meinem schönen Mülleimer. Bup, bup, so, und jetzt sind wir ready. Wenn ich nämlich einen Quarzblock habe, kann ich diesen Quarzblock mit Hilfe des Schneidebrettes und ein Messer in Quarz verwandeln. Und diesen Quarz kann ich dann bauen, um, den Tipp habe ich in den Kommentaren nämlich bekommen, einen Detektorblock zu bauen, einen Beobachterblock. Und mit Hilfe des Beobachterblocks kann ich meine Obsidian-Farm endlich an den Start bringen und endlich anfangen, mein Haus zu bauen. Denn dafür brauchen wir ja tausende Obsidian und das kann ich mit der Hand nicht farmen. Deswegen hatte ich mir hier so eine Farm gebaut, die ist aber Quatsch. Die bringen wir aber heute an den statt, dass die richtig geil funktioniert. Ich habe hier das auch schon ausgebaut, jetzt habe ich hier auch viel mehr Lava, seht ihr auch. Ja, das ist eigentlich alles neu. Bevor wir uns aber damit beschäftigen, wollte ich hier mal ein bisschen craften. Dazu, oh, die Banner aber auch geile Dinger, ne? Mottenball. Was kann man denn mit einem Mottenball hier? Okay, man kann Mottenball so craften und das, da kann man eigentlich nur Armor-Trims mitmachen. Okay, Mottenball ist also ein relativ sinnloses Item jetzt erstmal. Ich denke mal, man kann das schmeißen, oder? Wo ist ein Logo? Ist der gerade da? Ich habe auch schon gesehen, der hat sich hier schon wieder so ein geheim, so ein scheiß Gang hier durchgebaut, damit er da immer auf mein Grundstück latschen kann. Ist der hier irgendwo? Logo gerade nicht da. Mann, der bei dem blubbert auch alles, ey. Vielleicht haben wir ja Glück und Gambo ist... Ah, das Gambo. Vielleicht... Es hat übel geleckt, Alter. Der Server ist am Zusammenbrechen. Was ist hier denn los? Ah, schade. Hallo? Ich habe nur versucht, ob man den Mottenball schmeißen kann. Ich wollte den gegen den Kopf schmeißen, aber geht leider nicht. Juri, ich habe auch einen Mottenball. Ja, aber man kann nicht, weil man kann damit nichts machen, glaube ich. Natürlich, den kannst du. Ja, was kann man damit? Hey, Gambo, bitte. Tschüss. Juri, du hast auf mich geschossen. Gib mir mal einen Mottenball. Ich will deinen dreckigen Ball. Was kann man damit machen? Keine Ahnung, den kannst du auf. Du kannst den auf Rüstung machen irgendwie. Ja, Armor Trims, aber. Ja. Okay. Fällt mir jetzt ein, ja, da bin ich ja auch schon mal wirklich bei meinem Wladimir, ey, das ist ja alles Quatsch hier, also. Wladimir, so. So, der ist auf jeden Fall auch größer, der ist nämlich bababutzenmäßig, so. Oh, da ist er wieder, mein Wladimir und beschützt mein Grundstück, geil. Okay, Mottenball, keine Ahnung, ehrlich gesagt, aber hier können wir was machen, hier können wir auf jeden Fall was machen. Dazu brauchen wir noch die Vesperflügel und wir brauchen, okay, mehr weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. So, dann lass mal ganz kurz hier in die Alex Cave reingehen. Hier sind wir im verlassenen Bereich, also es Dünger? Wladimir auch wieder am Start. Oh, Dünger kannst du mit Scheiß und Knochenmehl machen. Ey, man kann aus Scheiße und Knochenmehl Dünger machen. wir haben doch übelst viel Kacke mitgenommen. Ich teste das gerade alles. Oh Mann, ich komme mit meiner neuen Kisten-Dings hier nicht. Was ist denn? Wie kann man sich so krass über Scheiße freuen? Junge, lass mich doch. Ich Dünger könnte, glaube ich, okay. OP sein. Warte. Hier. Ja, gönn dir. Guck mal hier. Ne? Boah, das sieht richtig eklig aus, ne? Zeig mal. Das sieht aus wie körnige Kacke oder so. Ja, muss mir schon droppen. Ich sehe das sonst nicht. Nee, du klaust mir das, Arsch. Warte, ich teste das jetzt. Pass auf, lass mich kochen. So. Und jetzt Dünger drauf. Instant of Full! Wow! Hey, das ist schon nicht schlecht, oder? Das ist Cray-Cray. Digga, warum weißt du so? Das ist ehrlich stark. Ja, komm, wir kriegst drei Dünger als Gastgeschenk. Boah, ich krieg Scheiße. Das ist nicht Scheiße. Das ist nicht Scheiße. Das ist Dünger, hallo. Ah, geil. Hey, das ist doch ehrlich strong.
Das ist übel. Du kannst, das ist nicht wie Knochenmehl, dass du zwei, dreimal drücken musst. Das ist instant vollgewachsen. Ja, das ist instant, das ist wirklich So, ich schmeiß wieder was gegen Stacheldraht, zack. Hör doch auf, du hast es eben doch schon bereut. Hör auf, das die ganze Zeit zu machen. Ich schmier jetzt Scheiße in deinen Stacheldraht. Ich hab Wladimir mit einer Kartoffel gefüttert, ne? Nur damit du Bescheid weißt. Der isst während der Dienstzeit, box den mal. Junge, nein. Ich bin jetzt auf einer Geheimmission, Benjamin. Ja, okay. Auf einer Cray-Cray-Mission. Ich wünsche dir viel Spaß auf dieser Geheimmission. Auf der Geheimmission. Man hört uns von lange, ne? Du hörst mich immer noch, oder? Nicht. Hä, wer fliegt da? Man hört uns auch voll lange, oder? Junge! Hä, ich dachte, das ist ja Logo. Genau, aber Dünger ist OP tatsächlich, aber das sind jetzt gar nicht die Sachen, die wir checken wollten. Also, Dünger haben wir gecheckeroni. So, es gibt jetzt hier noch Totem des Besitzers. Okay, dafür brauchen wir 6 Mottenstaub. Ah, wir haben nur 2, da haben wir nicht genug Mottenstaub für. Verdammt, da müssen wir da nochmal rein. Den Dolch habe ich. Dann gibt es noch ein Zahn, Korodentzahn. Und damit kann ich dann diese Grabpfeile machen, aber die Zähne habe ich komplett gar nicht. Dann gibt es noch die Vespersuppe. Okay, da brauche ich einen Flügel, Pilz, einen Dolch. Okay, das kann man easy machen. Da brauche ich nur das hier. Dann brauche ich einen Pilz, den habe ich hier irgendwo. Jetzt muss ich wieder die Kiste finden. Hier, ein Pilz. Dann brauche ich eine Schüssel und so einen Flügel. Okay, Flügel, Schüssel, Pilz, Dornen. Also, verdammt, ich habe irgendwas. Ah, doch, da ist es. Vespersuppe. Okay, ich esse mal eine Vespersuppe. Ah, Nachtsicht. Okay. Hat schon gewundert, Alter. Oh nein, wie lange habe ich denn das jetzt? 2 Minuten, ey. Das sieht übel hell aus, Alter. Warum ist alles so hell? Okay, na gut. War jetzt tatsächlich. War okay. Wir haben es ausprobiert. Ich dachte, vielleicht könnte es irgendeinen besonderen Effekt geben, aber das war Pustekuchen. Okay, wir machen weiter. Suppe haben wir abgehakt. Na, jetzt kommen wir an die interessanten Butzen hier halt, ne? Den Bogen will ich definitiv machen. Klar wie Kloßbrühe. Wir brauchen eine pure Dunkelheit, habe ich. 2 Flügel habe ich und 3-mal diese Seide. Und da brauchen wir 4 Motten. Ich habe nur 2. Oh, ich hätte mehr Motten killen müssen. Wir können den Bogen nicht machen. Mir fehlt das Mottenzeug. Oh, Mann, ey. Mein Schwert hat ein Level-Up freigeschaltet bekommen. Ich habe genug Kills gemacht. Das heißt, wir können jetzt hier schön das Schwert reinpacken. Und jetzt können wir. Also, wir können die Klinge mit Damage 2. Das macht doch am meisten Sinn. Weil die Klinge ist ja das, was wir tendenziell am spätesten austauschen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, den Griff update. Den Griff werde ich aber... Alter, wir können den Griff eh tauschen zu einer Blaze Rod. Okay, wir machen Damage 2 auf den Griff. Oder Speed? Boah, Damage würde ich sagen, Damage. Okay, warte, ich brauche den Hammer in meinem Inventar. Craften. Oh, Damage 2. So, jetzt haben wir Damage 2 und Schärfe 2. Nicht verwechseln, das ist nicht das Gleiche. Ich habe jetzt Schärfe 2 und Damage 2. Mein Schwert hat jetzt insgesamt einen Schaden von 10,3. 10,3... Das ist schon viel, das ist schon sehr, sehr viel. Ich habe es ja bereits erwähnt, am 14. März, also roundabout in einem Monat, erscheint der 4. Teil meiner Romanserie, und zwar Banks und die seltsame Insel. Wenn ihr also wissen möchtet, wie das Abenteuer von Ebru, Elina und mir weitergeht in einem Minecraft-ähnlichen Universum in unserem Buch, dann schlagt auf jeden Fall zu. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Ihr könnt aber natürlich auch erst jetzt noch anfangen und die 3 Teile davor durchracen. Das schafft ihr easy, bis das neue Buch rauskommt. Dann seid ihr ready to go. Auch alles unter den Linken der Videobeschreibung bei Amazon. Könnt ihr auch bei Thalia kaufen. Könnt ihr auch in jeder Buchhandlung in Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, überall kaufen. Schlagt gerne zu. In der Zwischenzeit ist die Nacht eingebrochen und ihr seht schon unten in meinem Inventar, dass wir jetzt gerade... Hier ist doch die Nuke-Explosion, der Krater jedenfalls, dass wir nochmal in der verlassenen Höhle waren. Und hier ist auch Logo. Logo, moin. Du hast ein Geschenk für mich, oder? Gambo? Der Illard. Was? Das ist nicht direkt ein Geschenk, aber ich habe mitbekommen, dass du mal was erwähnt hast, was du gerne hättest. Oha. Komm mal mit, ich zeig dir das. Ohne das Gambo da. Ein Loot-Shot. Okay. Also ich weiß nicht, ob es noch up-to-date ist, aber es wäre vielleicht was, was dich interessiert. Denn ich war gerade auf dem Rückweg und habe da was Interessantes gefunden. Und zwar das hier.
Oh ja, das brauche ich. Ich habe extra mir einen Villager hier schon hingestellt. Dann würde ich mir komplett den Weg sparen, ihn hochzutraden. Oder was ich sogar auch habe, ist das hier. Oh, das würde ja noch. Okay, ja gut, der Step ist dann klein. Aber ja, den Beobachterblock. Ja. Nein, der Step ist riesig. Ja, ist ja, riesig. Ja, ja. Was willst du dafür? Was wäre das wert? Was wäre denn das wert? Ein Mottenball. Den habe ich auch. Eine Tafel noch so ein Angebot dann. Guck mal, das ist aber ein gutes Angebot. Ich habe dir eine Höhlentafel gegeben zu einer Höhle, wo wir noch nicht drin waren. Nein. Hä, klar, das ist eine verlassene Höhlentafel. Nein, die ist schlammig. Nein. Da hinten kommen. Doch, klar ist das eine verlassene. Das ist die verlassene Höhle, da wo wir waren. Nee, ich denke nicht. Warte. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist eine andere Höhle. Ich bin mir ziemlich sicher. Das ist die dann will ich die Höhle wieder haben, bitte. Ja. Bitteschön. Na, ich hab was, vielleicht. Willst du das hier? Das ist diese Attack-Speed-Kralle, ne? Ja. Hast du noch ein anderes Artefakt anzubieten? Ja, ich hab ein paar. Warte, ich hab ja gesehen, du hast schon wieder ein Loch hier reingeschlagen. Nein, hab ich nicht. Echt nicht? Nein. Also, okay. Oh, lol, was da war es, da war es jemand anders. Also, ich glaube, hier in der unteren. Ja, hier in der unteren Kiste. Außer das Forts-Kissen kannst du alles haben, eigentlich. Also nur eine Sache aber. Ja, ja, ich muss mir erstmal, ich kenne das gar nicht, was du hier alles hast. Dorniges Anhängsel. Das ist das Furzkissen raus und reingelegt. Ich wollte es dir demonstrieren. Wow. Ich kenne das Furzkissen doch, Mann. Das Furzkissen ist wirklich geil. Den Schal habe ich schon. Dann nehme ich die Kette wahrscheinlich. Krallen sind auch wild. Sind die denn geil? Du hast ey, warte ja, mal, ich will das ja mal testen, weil man kann... Warte, man kann, glaube ich, man kann doch zwei Hände machen. Genau. So, wie schnell greife ich ihn jetzt an, Alter? Warte, ich bin Wolverine. Ich hoffe mal, ich habe meinen Helfer, habe ich ja voll den visuellen Bug. Ich habe bei mir. Hä, ich habe jetzt die Hand und die Krall? Ah, nee, ich habe das Ding in der Hand. Ah, nee, ich habe das Ding da zweit Hand. Oh, ich war gerade verwirrt, Alter. Wie schnell. Alter, weiß ich, schnell ich jetzt zuschlagen kann? Na, soll ich es mit einer Waffe testen? Mach es mal nur mit Stein. Warte mal. Das connected gar nicht so schnell. Ja, ja, ich kann schneller schlagen als connected. Ja, Kralle kannst du haben. Ich glaube, zwei Krallen ist eh overcome mit. Bitteschön. Was macht denn eigentlich dieser komische Piratenarm, den du hast? Der macht mehr Erfahrungspunkte von Mobs. Ah, verrückt. So, hier, dein Beobachter. Boah, danke. Damit sparst du mir das ganze Hochtraden von dem Typen, den ich mir schon vorbereitet habe, ey. Du kannst live dabei sein, Logo. Ich war nämlich gerade noch. Hochtrades? Nee. Ach, du wolltest den Maurer hochtraden. Ja, der macht doch auch einen Quarzblock. Und den wollte ich dann hiermit, habe ich sogar schon vorbereitet, mit dem Schneidebrett zu Quarz machen. Ah, ja, und das zu hacken, ja. Aber das kann ich mir jetzt alles sparen. Aber warte mal, lass mich kurz mal in den Tau freuen. Ich kann dir ein paar andere coole Sachen zeigen. Ich habe so ein Ding gefunden, mit dem jetzt die Monster leuchten. Ah, okay, ja, weiß ich nicht. Doch, ich bringe uns alle mal zum Leuchten. Jetzt leuchten wir alle. Schau, wenn ich strahle, schau. Ja, tatsächlich ist das krank. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist, auch ehrlich gesagt, ey. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Also, wir wollten das hier craften. Da brauchen wir dreimal das. So, das ist ja easy. So. Dann das nochmal in die Mitte. Mottenstaub nochmal in die Ecken. So, jetzt haben wir das viermal. Boom. Gott, was? Verlösche die Sonne? Der einen einzelnen Pfeil in einer... Okay. Der einen einzelnen Pfeil in eine ganze Salve dunkler, magischer Pfeile verwandeln kann. Ah, hast du diese Pfeile oder brauchst du noch welche? Ach so, das sind diese Grabpfeile, die braucht man dafür. Also ich hab welche, oh. Aber... Hä, echt jetzt? Wollen wir das nicht mal testen? Nee, braucht man nicht. Ah. Junge, Gambo. Der Bogen ist so groß, als ob der aus dem Lucky Block kommt. Junge, der ist ja wirklich riesig, hä? Was ist das denn? Gambo, komm schnell, ich hab was für dich. Vladimir? Hey, wieso hat Vladimir schon wieder eine Kartoffel? Man, immer gibt dir niemand Kartoffeln. Gambo, man ist ja nicht da. Ach, der ist disconnected schon, Mann. Och, Mann. Aber das ist schon wild, ey. Boah. Ziehen die viel ab? Ich schieß mal auf mich selbst. Ziehen die überhaupt was ab, sag mal? Kann ich mal testen bei dir? Ja, warte, ich break. Okay, bin bereit. Muss ich dich treffen, oder? Ah, ich muss dich treffen wahrscheinlich. Ah, wenn ich dich treffe. Hat es viel abgezogen? Ah, mein Herz. Ich hab nicht mal richtig Rüstung an. Hä? Ach doch. Okay, warte, doch. Vielleicht in Kombination. Warte, doch, ich hatte gute Rüstung an. Achtung, da kommt eine Zombie-Horde. Junge, ey. Gut, dass sie leuchtet, sonst hätte man sie nicht gesehen. Hä, wie sind die von dort gekommen? Wo sind die hergekommen, bitte? Die sind da gespawnt. Okay, aber kann ich die jetzt auch in Kombination mit Grabpfeilen benutzen?
Oh ja! Ah, ey! Ey! Logo, es gab einen Unfall. Ich wusste nicht, dass die Blöcke kaputt machen. Hat es aber nur einen Pfeil verbraucht? Dann ist das echt krass. Nur ein Grabpfeil in was? Ja, ein nur, ja, krass. Nur ein. Ja, cool, war richtig nice. Oh, das hat doch richtig viel Spaß gemacht. Da liegt noch richtig viel von deinem Zeug. Ja, ich bin am Kochen hier gerade. Ich will mir zumindest die Brustplatte mal machen, das reicht. Ich kann eh nicht alles machen, weil dazu brauche ich diese Edelsteine, davon habe ich nicht so viel. Okay, dann brauche ich drei, ich brauche 7 Seide. Okay, 1 Seide haben wir, dann brauchen wir diese Mottenstaub und das hier war es, glaube ich, ne? Okay. Warte, ich würde dir meine Rüstung zeigen. Ja, ich wollte mir auch das Zeug holen, ich könnte mir, glaube ich, auch eine Rüstung craften. Das ist arschteuer, ich musste extra nochmal dahin und mal eine neu übelst viel Stuff farmen. Gerade dieses Mottenzeug hatte ich viel zu wenig. Ja, das so. Habe ich extra schon mitgenommen. Da war ich vorbereitet. Ich hatte Motten, ich habe die Edelsteine. Aber zeig mir mal deinen Drip. Boah, das sieht schon gefährlich aus, Alter. Hä? Nutze die Spezialfähigkeit, wenn du dazu ermächtigt bist. Okay, warte, ich muss die. Warte. Du hast die optisch nicht an, ja. Oha! Yo, das ist ein Drip, Alter! Scheiß auf den Rucksack, den benutze ich immer nicht. Ah, oh, ich hab den voll, den kann ich nicht abbauen, wegmachen. Warte, ich kann ihn ja verstecken. Warte mal, Spezialfähigkeit? Ach stimmt, die aus aber dem Käfer mehr Spezialfähigkeit. Ja, aber das kannst du nur, wenn du, glaube ich, volles Setup hast, oder? Warte, ich hab hier das volle Set gerade von der... Warte mal, welche, was ist die Taste dafür? Also ich hab jetzt nicht die von... Nee, das machst du bitte nicht auf meinem Grundstück-Logo. Wer weiß, was dann passiert. Ja, ich muss doch erstmal kurz die Taste raussuchen, beruhig dich. Nee, das machst du schön wie hier nicht in der Stadt, ey. Ja, ich mach das auch. Also ich kann irgendwie reinkarnieren oder so, stand da kurz. Das Ding ist, ich muss jetzt zum Sport. Würde ich mich erstmal verabschieden. Jo, tschüss. Tschüss. Ey, ich musste kurz zum Sport. Das und jetzt, war ich nicht. Und jetzt bin ich wieder nicht da und jetzt wohne ich in einem Glaskasten oder wie? Hä? Ach, das ist eine Bordel. Das ist von Gambo, der hat eine Bordel gebaut. Minecraft-Bordel, Alter. Warte mal, wenn das aber normales Glas ist, habe ich genau das Richtige. Nein, ich bin gebordelt. Oh. Sieht aber gar nicht so schlecht aus, muss ich ehrlich sagen. Vorübergehend lassen wir das, Leute, würde ich sagen. Alles ist ausgeleuchtet, Mobs können sowieso nicht spawnen. Wo habe ich meine Kohle? Der Geheimgang ist auch noch da, Logo. Man kann hier immer noch lang gehen. So eine schlechte Ordnung hier überall. Ich habe meine Kohle gegen den Stacheldraht geschmissen. Warte mal kurz, ich brenne kurz was und dann zeige ich es dir. Dafür kann ich ja kurz deinen Ofen benutzen, der ist ja deutlich schneller. Ja, ich kann auch Lava für dich reintun. Oh, ja, stimmt. Warte mal. Oh, jetzt ist es hier total dunkel, so wegen dem Glas. Hä? Was ist denn jetzt los? Hä? Achso, ich wollte gerade die Kohle reinschieben. Nein, nicht kaputt machen! Wieso nicht? Das sieht doch schön aus. Erstmal. Einmal werfen. Nee. Ja, okay, du darfst die hier beim Eingang, die drei darfst du kaputt machen. Alter, der Ofen boostet das ja an. Hier steht, warte mal, Moini, mein Minecraft-Bottle-Freund. Das hab ich gar nicht gesehen. Junge, da ist man einmal eine Stunde weg, da lebt man direkt in der Bottle, Alter. Mann, ey. In der Flasche. Der Ofen scheppert, ne? Junge, der macht ja übel viel. Ey, es reicht, yo! Okay. Das ist auch noch. Muss schick aussehen, so. Boah, geil. Okay, Auf Wiedersehen, ich muss Gambo pranken. Ja, ciao, ciao. Also ich war tatsächlich nur eine Stunde beim Sport, hatte meine Aufnahme kurz pausiert und jetzt ist hier plötzlich eine Bordel, Alter. Also okay, na gut, egal. Wir hatten noch einiges zu tun. Also wir haben ja den Bogen gemacht, bevor ich gegangen bin. Den Dünger hatten wir gemacht, der war sehr, sehr, sehr OP. Und wir hatten die Brustplatte gemacht, die auch sehr, sehr geil ist. Die wollen wir aber gar nicht verbraten. Das heißt, die tun wir erstmal hier hin. Und hierhin. So, und jetzt wollen wir uns mal, wir tun mal alles hier rein, was zu dieser krassen Höhle, die wir da in der letzten Episode gedeichselt haben, gehört. So, Asche. Was ist Asche? Ist Asche ein Mob-Drop? Ja, irgendwie schon, oder? Wir hatten ja von Logo den Beobachterblock geschenkt bekommen und ich würde sagen, wir bauen eine völlig neue Farm das ist dann einfach praktischer. So, das wird jetzt aber tatsächlich ein bisschen kompliziert. Ich muss einfach meine Schaufel wiederfinden. Hier haben wir meine Schaufel. So, und zwar, wir brauchen sehr viele Trichter. Das heißt, wir brauchen sehr viel Eisen, generell auch sehr, ich glaube, ich brauche wirklich alles, Alter, ich nehme einfach mal alles mit. Wir brauchen erstmal eine Grundfläche, warte mal, wir brauchen verdammt viele Kisten auch, das heißt, wir brauchen verdammt, ich komme mit meine neue, also ich finde zwar geil, dass ich meine Kisten neu sortiert habe, aber ich komme hier selbst gar nicht zurecht. So, wir machen erstmal ganz viele Kisten, so.
Und so. Jetzt machen wir ganz viele Trichter. So. 12 Trichter. Na, wir brauchen schon eine Menge. Ich kann die ruhig mal craften. Das wird nicht verschwendet sein. So. Okay, Rest tun wir erstmal hier. Also, dann beginnen wir mal unsere Farm. Ich würde sagen, hier direkt an der Ecke ist doch eine schöne Stelle, oder? Da ist die auch immer geladen, wenn Leute in der Stadt sind und so. Fackel tun wir hier hin. So, also, wir brauchen... Und zack, zack, zack. So, hier kommt jetzt das Water rein. Beziehungsweise können wir da eigentlich schon die Trichter hin tun. So, hier müssen überall Trichter hin. Zack. Die müssen connected sein, aber zack. Zack, 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 zack. Damit die immer... Zack, zack, zack. So, jetzt landen die alle bei dem hier. Und der muss wiederum verbunden sein. Warte, da müssen wir die nochmal neu platzieren. So, das müsste jetzt eigentlich hinhauen. Lass uns das mal testen und tun mal hier in Erde rein. Und hier tun wir in Erde rein. Und hier tun wir in Erde rein. Das müssten eigentlich hier drei Erde sein. Ja, perfekt, das klappt. So, und das ist quasi unsere Lootstelle. Aber von Prinzip her können wir hier auch den Trichter wegtun und können da einfach eine Kiste hin tun. Da sparen wir nicht ein bisschen was. Hier holen wir dann unser Obsidian raus, sozusagen. Ne? Jetzt brauchen wir eigentlich relativ viel Glas, würde ich vorschlagen. Das heißt, wir... Oh, ich habe sofort die richtige benutzt. Habt ihr gesehen? Ich bin so stolz auf mich. So, aber da muss ich hier kurz das Addon rausmachen. So, jetzt tun wir da das rein. Holen uns mal kurz einen neuen Lava-Eimer. So, zack. So, und burn jetzt hier erstmal schön das Glas durch und machen uns einen kleinen Glaskasten an der Stelle. Dann kann ich eigentlich auch schon die ganzen Eimer hier irgendwo mal rausholen. Die muss ich nur finden. Hier haben wir die. Die kann ich eigentlich, hier kann ich schon mal auf jeden Fall welche mit Wasser füllen, denn wir brauchen eine Menge Wasser. So. Der Ofen hat fertig. Zack. 49. Gehen wir hier hin. Jetzt gehen wir hier hin. Und wie machen wir das jetzt? Erwartet irgendwie... So, 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 so. Hä? Ach, die haben da diese Glockenteile. Hä, aber die klingen voll krass, ne? Das Amethyst... Wisst ihr noch, wo ich mich beschwert habe, dass das Amethyst-Ding nicht so krass klingt? Ja, deswegen. Das ist nämlich der eigentliche Sound. Das hört sich brutal an. Und die Amethyst-Dinger sind komplett low, ey. Deswegen war ich auch so enttäuscht. So, kann ich, sag mal, kann ich aus Glas irgendwie eine Stufe machen? Geht das vielleicht? Oder eine Treppe oder so? Nee, schade. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier Glas hinmache, kann ich die Kiste halt nicht öffnen. Versteht ihr? Wir machen es anders. Kiste abbauen. Wir brauchen doch einen Trichter mehr. Also diese Melodie ist auch entspannt, aber wenn das jetzt hier noch lange geht, dann zerstöre ich den Knast, Alter. Das ist ja übel nervig. So, ja, bau die Teile mal ab, bitte. Mann, Mann, Mann. So, okay. Müsste jetzt eigentlich alles hinhauen. So, guti. Hier kommt jetzt erstmal ein Haufen Wasser rein, weil das ist natürlich die Lebensgrundlage für unseren Kartoffelbrei. Das ist klar. So, 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 so. Glaub mir, fehlt ein Wasser, oder? Ist das überall aufgefüllt? Ich erkenne das immer so schwer mit Shader. Naja, wir können ja einfach... Ah, da haben wir noch zweimal Wasser hier. Einfach mal in die Ecke. Und dann in die Ecke. Aber das sieht mir sehr richtig aus. So, da kommt jetzt unser Kartoffelbrei rein. Jetzt brauchen wir aber noch einen weiteren Mechanismus. Dazu benötigen wir einen Werfer. Den habe ich hier. Oh, in welcher Kiste? Ich will es First Try schaffen, bitte. Da. Nein. 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 Ah, die sind mal der Steinkiste. Hier, da ist er doch, der Werfer. Das hier bauen wir ab. Da machen wir uns mal ganz kurz zur Biene. Und der Werfer kommt nämlich hier rein. Der ist nämlich dann dafür zuständig, die Obsidians zu placen. So, wobei ich mir eigentlich... Das machen wir anders. Ich platziere den auf die andere Seite. Ihr werdet dann gleich sehen, warum. Weil ich muss da drunter so ein kleines Sortier... Oh, jetzt haben wir das auf die andere Seite. Das sieht doch perfekt raus. Und hier kommen jetzt Lava-Eimer rein, die dann dafür zuständig sind. Dort das hier... Können wir natürlich direkt auch hier einen Trichter drauf machen. So, und auf den Trichter kommt eine Kiste. So, und hier füllen wir dann die ganzen... Können wir ruhig eine Doppelkiste machen, damit das Ganze hier ein bisschen effektiver ist. Hier füllen wir dann die ganzen Lava-Eimer rein, die dafür zuständig sind, dass hier Obsidian geplaced wird. Und jetzt wird es aber kompliziert, weil wir hatten das ja mit Redstone-Clock gebaut. Und jetzt kommt der Beobachter nämlich ins Spiel. Denn wenn hier ein Obsidian-Block abgebaut wird, ist mein Beobachter-Block dafür zuständig, zu sorgen, dass ein neuer spawnt. Passt mal auf, wartet mal. Da müssen wir aber ganz kurz mal ein bisschen kochen, weil der muss so rumplatziert werden. Und zwar, wartet. Oh Gott, ich ertrink gleich. Da müssen wir den von unten platzieren. Und zwar, wartet. So, nämlich, wenn ich jetzt nicht doof bin. Ja, das sieht richtig aus. Problem ist nur, wie komme ich jetzt hier wieder raus? So. Okay. Bauen wir alles zu. Braucht kein Mensch. So. Der Beobachterblock gibt jetzt ein Signal aus, wenn hier oben Block abgebaut wird. So.
Zack. So, jetzt müssen wir aber, wartet mal. So, jetzt müssen wir ein bisschen kochen. Jetzt müssen wir eine Redstone-Verbindung machen vom Beobachterblock. Wartet mal. Ach, da brauche ich kurz Redstone. Lass mich das mal kurz holen. Das wird eine voll, also eine fast zu 90% automatische Obsidian-Farm. Und das wird so geil, ey. Wenn ich jetzt auch wirklich wüsste, was in welcher Kiste ist, ich wäre mir so dankbar. So, ich habe da wirklich eine, das ist eine hoch ausgeklügelte Fabrik, ey. Glaubt mir das mal. Also, das ist nicht ohne, weil da kommt nämlich noch ein weiteres Highlight, was wir hier gleich noch dazu bauen. Das ist sehr, sehr entscheidend für die Effektivität dieser Obsidian-Farm, die wir ja für mein Haus bauen. So, da kommt ein Redstone hoch. Und das Redstone müssen wir hier ran. Ja, ist jetzt halt oberirdisch, ne? Sieht jetzt halt natürlich nicht so geil aus. Wie kriegen wir das hin, dass das nicht oberirdisch ist? Weil das Problem ist, wenn ich glaube, ich, wartet mal, wenn ich hier ein Redstone hinmache, dann triggert das nicht. Ja. Was mit dem Verstärker machen? Brauche ich dafür Quarz für einen Verstärker? Nö, hey, ist ja voll easy. Okay, wir machen das mit einem Verstärker, damit wir das alles unterirdisch machen können. Das ist doch viel schöner. Ich habe ja 1000 Verstärker da noch bei der alten Farm, wie nie funktioniert. Also, die hat schon funktioniert, aber war halt nicht effektiv genug. So, hä? Ameisenfarm. Okay, ja, okay, das Problem ist, wartet mal, so. Okay, aber wir müssen jetzt irgendwie das Signal da natürlich noch hinkriegen. Das heißt, wir müssen hier rum müssen wir mit dem Redstone. So, oh, wartet, so. Testen wir mal, wenn hier ein Signal testhalber kommt. Wartet. Aha, gut, das ist natürlich doof. So, aber jetzt müsste es hinhauen. Bupp. Ja, perfekt. So, jetzt müssen wir das aber alles mal ein bisschen zubauen. Das heißt, glaube ich, kaputt gemacht, oder? Nee. Ich verbinde einfach die beiden Hügel so ein bisschen. Dann fällt das gar nicht auf, dass da eigentlich gar kein Hügel ist, ne? So, super rausgefadet und sobald das gewachsen ist, wird das auch keiner mehr sehen. So, perfekt. Jetzt haben wir eigentlich schon alles fertig gebaut. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist das, was jetzt wirklich sehr, sehr ausgeklügelt ist. Denn das Problem ist, dass sich hier in diesem Werfer natürlich mit der Zeit leere Eimer sammeln werden. Ne? Das heißt, wir brauchen jetzt hier noch ein paar weitere Trichter. Zwei reichen nicht. Wie lebt es in der Bottle? Nice. Ist fast wie in der Regentonne. Es ist ein bisschen bottelig. Naja, ich mach dir einen Freundschaftspreis. Was bietest du mir für den Quarz? Junge, du nimmst mich aus wie eine Gans, ey. Ja, man muss ja auch gucken, wo man bleibt. Hast du mal gesehen, in was für einer Wohnsituation ich mich befinde? Ja, ich wohne in einer Flasche, als ob meine jetzt so viel besser ist. Warum spawnt da und Zombies? Okay, ich hab einen Vorschlag. Ja? Ich bekomme meinen Zugang von hier und du bekommst das Quarz. Ja, okay. Deal. Hey! Ey, aus dem Weg! Das sieht richtig assi jetzt aus. Warte so. So. Ich muss mal kurz schauen, wo ich den Quarz. Oh, jetzt zieht's aber hier, meine Bolle. Ich hab Durchzug. Oh, danke. Ich küsse dein Herz. Boah, das hat uns jetzt wirklich. Jetzt hätten wir den Villager nämlich hochtraden müssen, Alter. So, das hat uns wirklich extrem viel Arbeit erspart. So, das ist sehr, sehr korrekt. Können wir ihn eigentlich sogar zurückzahlen, weil wir können ja einfach den Village schon mal hochtraden. Wir müssen nur mal zur Mob-Farm. So, jetzt haben wir einen Comparator. So, jetzt wird es nämlich ein bisschen kompliziert tatsächlich. Jetzt müssen wir nämlich an den Werfer ran und zwar unter den Werfer. Okay, wartet mal, da mache ich mich am besten zur Biene, dann haben wir weniger so. Ja, das Problem ist jetzt nur, dass unter dem Werfer der Scheiß hier abgeht. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen weiterleiten, tatsächlich. Was machen die da für Scheiße? Ist das Fenster offen? Ach so. Hört man das? Ja, mach mal dein Fenster zu, Gabo. Mach mal dein Fenster. Sonst will ich die Bottle leiten. Alter, jetzt geht wirklich alles los. Alter. Ich habe extra einen Timer gestellt, damit ich in einer halben Stunde da bin. Ah, für dein Kleid. Hä? Ach nein, Mann. Was war das denn jetzt? Das ist dieser Verrückte mit seinem Bogen. Mann, es sieht doch hier schon aus wie auf einer Müllkippe. Wer war denn das? Ben. Benjamin. Ich spring das ganze Ding jetzt in die Luft. Hier, willst du ein paar Ziegel? Hey, du hast ja die Bottle erst gebaut. Was? Gambo hat die gebaut? Ich wurde, natürlich, wer denn sonst? Ich wurde gebottelt. Du wurdest anders durchgebottelt. Ist das etwa das legendäre Volk Minecraft Bottle? Junge, das ist die legendäre Bottle Marble, ey.
Hallo. Da gibt's jetzt hier was umsonst, oder was? Das ist Hausfriedensbruch. Bodyguard Wladimir, mach doch mal was. Das ist Bottle-Friedensbruch. Logo. Ich hab die Flasche in der Flasche besucht. Tschüss. Hast du irgendwie? Nein. Oh, muss mich jetzt hier konzentrieren. Also ich musste gerade ein bisschen umbauen tatsächlich, weil es ist ja eine heftige Suppe, die ich hier koche. Es ist tatsächlich doch eine sehr hohe Redstone-Kunst hier tatsächlich. Wir haben das auf jeden Fall hinbekommen, dass, wenn ich den jetzt abgebaue. Okay, warte mal, da ist irgendwo, warte mal. Ah ja, da fehlt der Redstone, warte mal. Da ist was Bruch gegangen, da war ich ja gerade dran. Wir müssen hier. So, wartet. Ich brauche hier meine Schaufel. So. Also wir brauchen hier. Dann brauchen wir Redstone. Und das muss hier reingehen. Und dann geht das hier so, würde ich sagen. Dann machen wir hier so ein bisschen unterirdischen Heimer. So, jetzt haben wir zumindest schon mal, dass dieses Konstrukt funktioniert. Dass wenn hier ein Block abgebaut wird, ich teste das mal mit Erde. Zack, dann kommt ein Redstone-Signal. Neue Lava wird platziert. Zack, zack, zack. Aber das war es noch nicht. Ich musste hier unten frei haben. Deswegen musste ich alles nochmal umbauen. Das hat natürlich vorher auch schon funktioniert. So. Wir brauchen zwei Trichter, die in diese Richtung gucken. Das ist nämlich eine Sortiermaschine, die ich jetzt baue. Alter, pass mal auf. Die Sortiermaschine müsste jetzt so eigentlich fertig sein. Sieht zwar wild aus und relativ unspektakulär, aber passt mal auf. Und zwar kann ich jetzt dafür sorgen, jetzt brauche ich halt eine Menge Eimer. Eine ganz schöne Menge Eimer. Ich mache jetzt mal richtig viele Eimer. So. 1, 2, 3. Ja, das sollte reichen. Ich habe ja eh sehr viel Eisen gefarmt. Wir haben mal noch mehr Eimer. Brauchen für die fette Obsidian-Farm sowieso brutalst viele Eimer. So, jetzt habe ich irgendwie 100 Eimer gecraftet. Okay. So. In dieser Kiste wollen wir jetzt natürlich die leeren Eimer drin haben. Das heißt, wir machen hier als Sortierhilfe. Wartet mal, ich muss ganz kurz kochen. Genau, hier muss, glaube ich, alles voll, oder? So, fertig. War jetzt doch etwas komplizierter, als ich gedacht habe. Also, der Werfer, ne, ist ein Lava-Eimer drin, Wassereimer, nichts passiert. Ist aber ein leerer Eimer drin, zack, zack, wandert der hier runter in die Kiste. Perfekt, so. Jetzt können wir eigentlich alles soweit zubauen. Na gut, ist ja eigentlich alles zugebaut. Das muss so, das sieht man so. Hier, das lassen wir mal, damit wir Zugriff auf die Kiste haben. Dann können wir hier unten noch, damit hier das alles ein bisschen schicker aussieht. Auch noch eine Falltür hier. Warte mal, das kann auch zugebaut werden natürlich. So, wenn ich noch eine Falltür habe, dann sieht das eigentlich super schick aus. Haben wir vielleicht noch eine parat in der richtigen Kiste? Nee, aber wir können ganz easy eine machen. Machen wir auch. Wupp. Zack, Falltür. Die platzieren wir jetzt hier hin. So. Da wächst gleich noch Gras über die Sache und dann ist unsere Obsidian-Farm eigentlich fertig im Großen und Ganzen. So, und hier landet jetzt das Obsidian. Also, jetzt ist hier noch Erde drin. So, dann räume ich mal ganz kurz mein Inventar auf und dann testen wir mal. Dann holen wir mal den guten Herrn Kartoffelbrei. Bob, den will ich auf Modus abbauen. So, und der soll Obsidian abbauen. Aber das habe ich Quatsch gemacht. So, Obsidian abbauen. So, perfekt. Geil, 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 geil. Ich habe aber gerade Hunger. Brauche irgendwie ein bisschen Fühn, ey. Abyssischer Fühli. So, jetzt können wir es ja eigentlich mit ein paar Eimer hier mal testen. Zuerst muss ich mal das ganze Wasser loswerden. Das tun wir mal alles hier einfach in unseren kleinen Whirlpool. So, so, so. Und jetzt haben wir eigentlich schon genug. Die fülle ich jetzt mal alle mit Lava und dann testen wir mal. Und ich hoffe, dass meine Farm hinhaut. Guck mal. 6 Obsidian mit einmal, ey. Einfach, man muss gar nichts machen. Einfach nur hier reinfüllen, die Lava. So. Dann müssen wir irgendwie das Ganze hier in Betrieb nehmen. Das heißt, wir müssen mal ganz kurz so. Zack. Obsidian. Er hat einen Obsidian abgebaut, aber da landet ein Lava-Eimer drin. Er hat noch einen Obsidian abgebaut. Noch ein Lava-Eimer. Okay, weil das halt doppelt tickt, ne? Es tickt halt, wenn er es abbaut und wenn es platziert wird. Das ist ein bisschen gerade das Problem an der Sache. Also es funktioniert perfekt. Er scheppert dann nur die Hälfte der Lava-Eimer da rein. Und wenn ich jetzt mal gucke, müssten wir hier doch leere. Okay, warte. Das ist hier zu hoch. Ja. Die leeren Eimer haben wir hier drin. Oh, geil! Die Obsidian-Farm funktioniert perfekt. Das einzige Problem ist noch, dass er hier die Lava-Eimer halt reinschippt, weil er doppelt tickt. Ne? Das ist ein bisschen das Problem an der Sache. Das müssen wir noch beheben, aber ansonsten funktioniert das hier ja wirklich tadellos. 4 Obsidian haben wir da drin. So, bam, 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 bam. Ja, ich brauche halt mehr Eimer, ne? Warte mal, ich habe die Eimer doch aus der Kiste da unten gar nicht mitgenommen, oder? Gib mir hier nochmal die Eimer. Doch, hab ich. Okay, wir müssen noch mehr Eimer craften tatsächlich. Ich bin perfekt zufrieden mit meiner Farm. Wie gesagt, ich kann, um die Farm anzusteuern, also um sie quasi, zu aktivieren,
kann ich den Knopf drücken. Hier unten kann ich die normalen Eimer rausholen. Hier hinten kann ich das Obsidian rausholen. Die sieht auch ansehnlich aus. Kartoffelbrei hat auch genug Freiraum. Das einzige Problem ist jetzt halt noch, dadurch, dass das zweimal tickt, landen hier halt Lava-Eimer drin, ne? Das ist ein bisschen das Problem an der Sache. Das müssen wir irgendwie noch, also wenn ihr wirklich krasse Redstone-Experten seid und wissen könnt, wie man das mit einem Beobachter hinbekommt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich setze das sehr gern um, aber so bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden. Jetzt kannst du halt deine Eimer holen. Nö, das sind jetzt in meinem Beispiel 5 Stück. Wir brauchen natürlich noch viel, viel mehr. Wir brauchen halt genauso viel Eimer, wie wir hier im Grunde Dinge haben. Das heißt, wir haben jetzt Stand 12. Das heißt, wir müssen das hier noch vergrößern auf, ich würde sagen, 24. Das heißt, das Ganze noch mal 2 hier hin. Dann können wir mit einmal 3, 6, 27, 28, ja, ich bin doof, hä? 28 Obsidian produzieren, ne? Zack, 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 das geht dann. Und bis der mit den 28, es müssen halt eigentlich so viele sein, dass bis er mit der Summe durch ist, hier wieder Lava nachgeflossen ist, ne? Dann haben wir eine unendliche Obsidian Production. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Ich bin erstmal froh, dass wir es jetzt so hinbekommen haben. Wir haben auch hier 15 Obsidian schon gefarmt. Das hat sehr gut funktioniert. Aber wie gesagt, die eine Feinheit müssen wir noch verbessern. Ich finde es auch schön, dass sie so relativ nice in mein Grundstück passt. So. Okay, perfekt. Boah, die ganzen Verstärker, ey. Die kann ich auf jeden Fall für eine Menge Fallen benutzen. So, wie steht mal fest. So. Zack. So, das Ganze müssen wir irgendwie auch aus. Also, ich brauche halt Blöcke, ne? Weil ich hole mal Erde. Sonst spawnen hier ja Mobs. Den Pool von Kartoffelbrei haben wir jetzt auch mal weggemacht. Den brauchen wir logischerweise jetzt nicht mehr. Wir haben eine neue Farm gebaut. So, zack. Und das bauen wir auch noch weg. Dann sieht das alles hier wieder sehr schick aus auf meinem Grundstück. Ich bin sehr auf eure hilfreichen Tipps gespannt, was die Redstone-Thematik angeht. Vom Prinzip her bin ich zu 90% zufrieden. Weitere Optimierung ist aber notwendig. So, das war's mit der heutigen Episode. Ich hoffe sehr, euch hat's gefallen. Lasst mir mal eine positive Bewertung da. Würde mich sehr, sehr freuen. Abonniert natürlich auch den Kanal kostenloser Mente für mehr Minecraft-Friends. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao!